Hallo und herzlich willkommen bei Alanya Homemakes. Ich bin's wieder, eure Yeshim, und wir sind heute für euch in Karagajak unterwegs, und zwar mit einem wirklich schönen, großzügigen Haus, freistehend mit atemberaubenden Ausblick. Und jetzt würde ich erstmal sagen, nachdem wir nach links und rechts geschaut haben, gehen wir mal rein und schauen uns mal das schöne Häuschen an. Meine Lieben, hier sind wir auch schon im Eingangsbereich. Ihr seht, es ist schön hell. Wir haben wirklich Fenster über Fenster. Wenn man hier schon gleich im Eingangsbereich auf diese Seite rüberkommt, hat man so gesehen schon das erste Wohnzimmer. Diese Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und so gesehen 2 Wohnzimmer. Ihr seht, man hat hier ausreichend Licht durch die Fenster, viel Platz, um eben auch hier seine Möbel abzustellen. Man hat hier jetzt einmal eine Couch hingestellt, hier nochmal einen Raumteiler und hier auch nochmal eine Couchgarnitur. Die Fenster auf dieser Seite sind auch wirklich sehr schön. Man hat hier einen tollen Ausblick direkt auf Alanya mit Burg und Meer. Unverbaubar, muss ich dazu noch sagen. Hier hat man nochmal den Fernseher und natürlich einen sehr schönen offenen Kamin, so gesehen. Gut, den hat man natürlich hier mit Fenster verglast, damit da auch kein Spreitel rausfliegt. Sehr schön gemacht und natürlich funktionsfähig. Und bevor ich jetzt rausgehe auf die Terrasse, möchte ich euch jetzt erst einmal noch den unteren Bereich zeigen. Wir haben hier mal davon abgesehen, dass dieser Eingangsbereich sehr großzügig ist. Hier schon mal ein Gäste-WC. Fenster ist vorhanden, Waschtisch, WC und ausreichend Platz. Auch hier ein Hängeschrank. Und dann haben wir hier das erste Schlafzimmer so gesehen im unteren Stockwerk. Auch hier ist Platz ausreichend da. Ihr seht, ein großes Bett, Kleiderschrank, Kommode und man hat hier immer noch Luft zum Atmen. Klimageräte sind natürlich auch alle vorhanden und wir haben hier natürlich auch gleich ein sehr großzügiges Badezimmer mit Eckbadewanne, Dusche, WC und Waschtisch. Auch hier ist wirklich mit so kleinen Mosaiksteinchen Fliesen gearbeitet worden. Es sieht wirklich sehr schön aus. Und es ist hell, wir haben Fenster ausreichend auch zur Verfügung. Und dann gehen wir auch schon mal gleich weiter. Und zwar kommen wir hier in die Küche. Ich mache hier gleich mal den Kühlschrank zu. Ihr seht, wir haben eine offene Küche hier auch mit schöner Kochinsel. Auch die Küche ist sehr großzügig. Man hat ausreichend Platz und sie ist absolut funktionsfähig. Man müsste hier großartig nichts verändern, außer man möchte natürlich mal was Neues reinbringen. Mikrowelle, Backofen, alles vorhanden. Und dann haben wir hier, das ist auch natürlich sehr schön. Wir haben einmal die Funktion hier mit Gas und da einmal mit Ceran. Und dann geht es hier praktisch so gesehen in den nächsten Raum, den man natürlich wie jetzt hier als Essbereich nutzen kann, sehr schön gemacht. Auch hier seht ihr dieselben Fenster wie im Wohnbereich mit tollem Ausblick nach außen. Und auch hier haben wir einen schönen Kamin. Ja, und da sind wir auch schon im Treppenaufgang auf dem Weg nach oben. Ihr seht auch, hier ist wirklich großzügig da. Die Fenster sind ja auch vorhanden. Das Geländer ist auch sehr schön. Und hier oben im ersten, also im oberen Stockwerk, haben wir 3 Schlafzimmer. Wir beginnen gleich mal mit dem ersten hier. Hier haben wir auch komplett einen Balkon, der eben hier auf diese Länge durchgeht. Aber das schauen wir uns auch gleich an. Ausreichend Platz wieder für ein großes Bett, Kleiderschrank und auch das Badezimmer. Ihr seht, die Badezimmer hier in dieser Villa sind sehr großzügig. Man hat hier ausreichend Platz. Hier komplett Waschtische, noch mehr Stauraum, wieder eine Eckbadewanne, WC und eine Dusche an der Seite. Fenster sind auch wieder vorhanden.
Und dann würde ich sagen, gehen wir erst einmal hier raus und schauen uns das mal hier außen an, den Ausblick. Ja, auch die Terrasse hier ist riesig, könnte man sagen. Sind überall nochmal für die Sonne Markisen angebracht. Wir haben auch Rollos. Und die Terrasse zieht sich bis zum nächsten Raum und da gehen wir gleich mal hin. Da werden wir dann auch schon im zweiten Schlafzimmer. Hier führt natürlich die Außenterrasse hin, wo wir jetzt gerade schon draußen waren. Auch hier haben wir ausreichend Platz, großer Kleiderschrank, großes Bett. Auch von der Deckenhöhe ist es sehr angenehm hier. Fenster, wie ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe, sind ausreichend da. Und auch dieses Schlafzimmer verfügt natürlich über ein sehr großzügiges Bad. Auch hier haben wir wieder Eckdusche, Badewanne, WC, Waschtische sind auch vorhanden. Und dann schauen wir uns mal das dritte an. Ja, dann haben wir hier noch so gesehen das mittlere, das Zwischenzimmer. Hier seht ihr, ist mit einem Fenster natürlich ein bisschen weniger Raum. Wir haben hier Platz dennoch für ein großes Bett und auch hier ist ein sehr großer Kleiderschrank angebracht worden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal außen ein bisschen um. So, meine Lieben, jetzt sind wir auch schon hier, Entschuldigung, im Außenbereich und zwar auf der Außenterrasse. Und ihr seht, das Tolle hier ist natürlich, dass es überdacht ist. Man kann hier draußen ganz entspannt sitzen, auch zur Mittagssonne und seinen Kaffee trinken oder sein Essen essen. Wir haben hier, wie gesagt, 1000 Quadratmeter Grundstücksfläche und hier geht es auch schon runter zum Pool und da brauche ich, glaube ich, großartig gar nichts dazu sagen. Der ist mal wirklich riesig. Also ich habe es nicht nachgemessen, sondern nachgefragt, sage und schreibe, sollten es 17 Meter mal 4 sein, aber wir würden das natürlich sehr gerne für euch mal ablaufen, aber das würde jetzt viel zu lange dauern, wenn ich da mit meinen kleinen Schritten hier rumwurschtel. Aber ihr seht, wir haben hier für Herrschaften, die natürlich sehr gerne Bahnen schwimmen, ist das hier der ideale Pool. Und da hinten haben wir auch einen schönen Pavillon, wo man sich natürlich nach dem Schwimmen nochmal hinlümmeln könnte oder natürlich auch dort seinen Kaffee trinkt. Ihr seht auch, nach vorne ist alles frei, also wir haben da freie Aussicht. Und dann wollen wir mal gleich da hinten gucken, denn es geht ja dann so gesehen nochmal etwas nach oben. Denn wir haben hier im Garten natürlich noch ein bisschen Grün und das möchten wir uns gleich mal anschauen. Ja, und da sind wir auch schon hier im oberen Bereich, so gesehen, eben mit dem Hauseingang. Ihr seht, wir haben hier draußen einen gepflegten Garten mit schöner Bepflanzung, die natürlich nicht zu aufwendig zu betreuen ist. Ihr seht, hier hat man natürlich darauf geachtet, dass es auch Pflanzen sind, die für die Region passend sind, denn es wird hier im Sommer natürlich sehr, sehr warm. Von hier kommen wir in die Doppelgarage. Hier hat man auch zwei große Wassertanks angebracht, damit man natürlich bei eventuellem Wassermangel nicht in die Bredouille kommt. Und ihr seht auch hier, der Eingangsbereich ist wirklich sehr schön mit vielen, vielen Pflanzen und Steinchen. Und dann möchte ich euch natürlich noch auf der Seite zeigen, da gibt es nochmal so gesehen ein kleines Häuschen dazu. Hier befindet sich der Generator und oben drüber noch einmal die Warmwasserthermie. Genau. Ja, und dahinter, das möchte ich euch auch noch zeigen, hier haben wir natürlich auch noch einen Außengrill, falls man dann am Abend nochmal hier ein bisschen was machen möchte und auf der Terrasse schön sein Abendessen genießen will.
Genau, meine Lieben, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die Villa befindet sich in Alanya Kargejak. Wir haben 280 Quadratmeter Wohnfläche und 1000 Quadratmeter Grundstücksfläche, einen riesigen Pool, tollen Ausblick und zwar unverbaubar. Einmal natürlich auf die wunderschönen Taurusberge, einmal auf die Burg, auf das Meer und eigentlich so gesehen auf ganz Alanya. Alle weiteren Informationen schreibe ich natürlich unten in die Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder riesig Spaß gemacht, euch auch diese Immobilie zu zeigen. Ich würde mich über eure Kommentare freuen, über eure Abos, über eure Likes. Und wer mich noch nicht abonniert hat, der soll das bitte gleich mal tun. Bei Fragen schreibt mir bitte oder ruft mich gerne an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, eure Yeshim. Macht's gut, ciao.